zur Hochrechnung, die immer mehr nach einem Ergebnis aussieht. Denn wie wir eben gehört haben, die FPÖ jedenfalls schließt eine Anfechtung dieser Wahl aus. Und Norbert Hofer liegt deutlich hinten, deutlich hinter Alexander Van der Bellen in der Hochrechnung. Also Alexander Van der Bellen wird der neue österreichische Bundespräsident und angelobt werden am 26. Jänner. Viele Monate, nachdem der vorige Bundespräsident Heinz Fischer aus dem Amt geschieden ist. Sehr oft war jetzt in dieser Runde die Rede vom Brückenbauen, von mehr Miteinander. Also insgesamt ein ziemlich versöhnlicher Ton. Und weil gerade von den Zahlen von der Hochrechnung die Rede war, Tarek Leitner hat die neuesten Zahlen für Sie. Es kommen jetzt laufend die Ergebnisse aus den Gemeinden herein. Auch Wiener Sprengeln sind schon dabei. 2000 Gemeindeergebnisse sind in diese Hochrechnung, die ich Ihnen jetzt präsentiere, eingerechnet. Und der zufolge kommt Alexander Van der Bellen mit 53,3% der Stimmen als Sieger aus dieser Wahl hervor. 46,7% der Stimmen für Norbert Hofer, 6,6 Prozentpunkte Unterschied also. Und aufgrund der vielen Stimmen, die da schon eingerechnet sind, ist die Schwankungsbreite nur mehr bei 0,8 Prozentpunkten. Also Alexander Van der Bellen ist da weit draußen aus dieser Schwankungsbreite, sollte sich wieder erwarten, doch noch aus dem einen oder anderen Ergebnis, das dann eingerechnet wird, eine andere Hochrechnung ergeben, kann es keine mehr geben, die einen anderen auf Platz 1 oder einen anderen Präsidenten zur Folge haben würde. Der Auszählungsgrad, wie man hier auch sehen kann, liegt schon bei knapp 80%. Schauen wir uns etwas an, was im Zusammenhang mit der Anfechtung eine Rolle gespielt hat, nämlich das Briefwahlergebnis. Und da lässt sich gut zeigen, dass diesmal etwas anders ist als beim letzten Mal, nämlich dass schon am Urnenergebnis ein deutlicher Vorsprung für Alexander Van der Bellen zu erkennen ist. Also alle Menschen, die heute ins Wahllokal gegangen sind, nicht von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht haben, haben so gewählt, wie wir das jetzt sehen. 1.923.000 haben im Wahllokal für Norbert Hofer gestimmt und über 2 Millionen für Alexander Van der Bellen. Das unterscheidet dieses Wahlergebnis vom letzten im Mai dieses Jahres, als an der Wahlurne noch mehr für Norbert Hofer gewählt haben und sich das Ergebnis erst dann umgedreht hat, als auch noch jene Stimmen mitgezählt worden sind. Und das waren letztes Mal eine ganze Reihe, mehr als heute, die von der Briefwahl Gebrauch gemacht haben. Und dann hat sich das Ergebnis nicht umgekehrt, sondern dann ist eben das Endergebnis festgestanden für Alexander Van der Bellen. Wenn man die Wahlkarten hier dazu rechnet noch, das ist eine Prognose, weil die werden ja erst morgen ausgezählt und darauf wird diesmal wohl ganz ein besonderes Augenmerk gelegt von jeder Wahlbehörde, von jeder Bezirkswahlbehörde, wo das gemacht wird, weil es eben da beim letzten Mal viele Beanstandungen gegeben hat. Wenn man die also jetzt auch noch dazu zählt, dann kommt man zum Ergebnis, dass für Norbert Hofer etwas mehr als 200.000 per Briefwahl gestimmt haben, fast 400.000 für Alexander Van der Bellen, 380 um genau zu sein. Das ist, wie gesagt, die Prognose, die wir aufgrund der Ergebnisse, die jetzt vorliegen, machen können, respektive die Kolleginnen und Kollegen vom SORA-Institut machen diese Prognose. Und dann kommt man eben auf dieses Ergebnis, das am Ende 46,7 zu 53,3 ausfällt.